liebe Wittenberger, liebe Parteifreunde, liebe Patrioten. Ich freue mich, dass ich heute hier in Wittenberg vor euch sprechen darf. Hier auch im Angesicht meines Namensvetters Martin Luther, der hat gesagt, Gottes Wort, das wird gedeihen und Menschenwort, das wird vergehen. Das, was dort steht, das können wir uns zu Herzen nehmen, denn damit meint er, der Wahrheit Wort wird gedeihen und das, was die zusammenlügen, die heute auf der Regierungsbank sitzen, das wird vergehen, liebe Freunde. Während wir uns hier in Wittenberg zusammenfinden, sind viele Mitglieder unserer Partei und Patrioten in ganz Deutschland auf dem Weg nach Chemnitz. Trauer und friedlicher Widerstand sind keine Frage des Standorts. Trauer fühlen wir in unseren Herzen in Anbetracht der Toten. Und das ist unser gutes Recht und auch das Recht der Bürger von Chemnitz. Diesen Widerstand tragen wir überall auf die Straße. In Chemnitz, hier in Wittenberg, in unseren Heimatstädten, in den Dörfern und Gemeinden, in ganz Deutschland. Und wir können sagen, in ganz Deutschland mehren sich die Kräfte, die von dieser Regierung genug haben. Die Gegenbewegung zur Chemnitz heißt, wir sind mehr. Vielleicht sind sie heute phasenweise noch mehr, aber wir halten ihnen entgegen, wir werden immer mehr. Und darum stehen wir hier und dafür gebührt euch allen Dank. Doch bei alledem dürfen wir nicht vergessen, dass in Chemnitz ein Mensch ums Leben gekommen ist. Ein Vater, der eine Frau und einen Sohn zurücklässt. Er gehört zu den vielen Opfern wie Mia, Susanna, Maria, den Toten vom Breitscheidplatz. Die Liste der Opfer sogenannter Flüchtlinge und Bereicherer ist lang. So lang, dass wir uns alle die Namen schon nicht mehr merken können. Und das ist ein Grund zur inneren Einkehr und ein Grund zur Besinnung und auch ein Grund dafür, dass wir bereit sein müssen, diesen Zuständen auf friedlichem Wege und mit unserem friedlichen Protest entgegenzutreten. Und der Dirk hat es schon gesagt, auch hier in Wittenberg gab es bereits ein Opfer, dessen Schicksal jetzt auch erst auf Druck unserer Partei wieder aufgearbeitet wird und dann doch sicherlich irgendwann einer gerechten Würdigung zugeführt wird. Auch das zeigt, wir sind für das Volk da, wir sind für euch da und wir wirken überall in Deutschland. Der sächsische Ministerpräsident, Angehöriger einer im Namen christlichen Partei, fand die Worte widerlich und abstoßend. Frau Merkel bezeichnet etwas und sagt, in Chemnitz haben sich Dinge ereignet, die in einem Rechtsstaat keinen Platz haben. Diesen Aussagen an und für sich stimme ich zu. Widerlich und abstoßend und eines Rechtsstaats unwürdig, das sind die zahllosen Toten, die Morde und Vergewaltigungen auf unseren Straßen. Das ist eines Rechtsstaats unwürdig. Aber, und wir wissen es alle, der Herr Ministerpräsident der christlichen Partei und auch unsere Kanzlerin der gleichen christlichen Partei, Sie haben ja nicht diese von mir beschriebenen Zustände gemeint. Sie diffamierten mit Ihren Aussagen die Demonstranten, die in Chemnitz ihre Wut, Trauer und Ohnmacht
spontan auf die Straße getragen haben. Ich sage Ihnen, Frau Merkel, Ihr Platz wäre am Montag in Chemnitz gewesen. Deutschland und Chemnitz trauern um den Toten und bringen ihr Mitgefühl den Hinterbliebenen entgegen. Frau Merkel lässt über ihren Pressesprecher ausrichten, dass es sich in Chemnitz um ein schreckliches Ereignis gehandelt habe. Das ist keine würdige Anteilnahme einer deutschen Kanzlerin, meine lieben Freunde. Vielmehr sind es die kühlen Worte unserer kalten Kanzlerin. Denn ein Ereignis, das ist etwas, das irgendwo herkommt und das unvorhergesehen eintritt. Aber leider sind Mord und Vergewaltigung und Volksfeste, die mit Pollern gesichert und von Polizei geschützt werden müssen, in Deutschland eben keine seltenen oder kaum vorhandenen Ereignisse, sondern sie beschäftigen uns dank der Politik von Frau Merkel jeden Tag. Und darum stehen wir hier, um das endlich zu beenden. Die Täter von Chemnitz, sie sind mittlerweile festgenommen. Wie man festgestellt hat, handelt es sich dabei zumindest bei einem um einen Vorbestraften, der schon lange hätte abgeschoben werden können und müssen. Dass dies nicht geschehen ist, hat nun zu diesen Ereignissen wesentlich beigetragen. Und da müssen wir ganz klar sagen, hier liegt eben das Staatsversagen der Regierung auf allen Ebenen. Und das müssen wir anprangern. Und dafür stehen wir heute auch hier zusammen. Was aber der Regierung gelungen ist, ist die Tatsache, dass der Tote von Chemnitz hinter den medialen Veröffentlichungen zu einem angeblichen braunen Mob, der durch die Straßen zog, zu angeblichen Wüstenausschreitungen und Hetzjagden zurückgetreten ist. Statt fassungslose, trauernde Chemnitzer zu zeigen, die friedlich demonstrieren, wird von den Medien ein Popanz aus Hooligans und braunem Pöbel aufgebaut, den man dazu benutzt, um die friedlichen Bürger, die wie ihr auch hier in Chemnitz demonstriert haben, zu diskreditieren, mundtot zu machen und in eine politisch rechte Ecke zu entsorgen. Und das werden wir niemals zulassen. Die Regierung tut dies, um von ihrer eigenen Verantwortung für diese Taten abzulenken. Sie tut dies, um normale Bürger in die Nazi-Ecke zu stellen. Aber, und ich sage es nochmal, wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir stehen heute hier, um das Zeichen zu setzen. Wir lassen uns von den Plätzen und Straßen in Deutschland nicht vertreiben. Wir sind nicht bange. Und was Sie auch an Lügen über uns auskippen werden, wir werden das Panier der Wahrheit dem entgegenhalten, wie es einst Martin Luther uns vorgemacht hat. Hier stehen wir. Wir können nicht anders und wir dürfen nicht anders. Denn wir kämpfen für ein Deutschland, das unsere Heimat auch in Zukunft sein kann, das unsere Heimat bleibt, die Heimat unserer Kinder und Enkel. Und wir kämpfen so lange, bis jene, die dies aus der Regierungsbank zu verhindern suchen, auf demokratischem Wege aus dieser Regierungsbank herausgewählt worden sind.
Wir haben uns hier zusammengefunden unter dem Motto Ja zu Deutschland. Die Bunten, die Grünen, die Multikulti-Fanatiker, die ehemals Sozialen, die ehemals Liberalen und die ehemals Christlichen, all diese Regierungs- und Oppositionsparteien, die sagen nicht mehr Ja zu Deutschland. Die sagen Ja zu offenen Grenzen, Ja zu Terror und Unsicherheit, Ja zu Alters- und Kinderarmut, Ja zu Sozialabbau und an deren Ende Ja zu ihrem Allheilmittel Europa, in dem unsere Heimat aufgelöst werden soll. Und auch das wird es mit uns nicht geben. Liebe Freunde, aber was heißt das? Das heißt Grenzkontrollen, das heißt sichere Grenzen, das heißt konsequente Abschiebung. Alles Forderungen, die wir heute überall vertreten und geltend machen und für die wir heute von der gleichen CDU, die das 1990 erzählt hat, als Braune, als Rechte, als Rassisten und als alles mögliche andere diffamiert werden. Und da sage ich, wenn jemand lügt, dann wissen wir heute, wer es ist. Es sind die, die sich christlich nennen, aber die mit diesem Martin Luther nichts mehr zu tun haben. Die CDU hat sich von ihren Grundwerten weit, weit entfernt. Sie steht heute unter der Knute linksgrüner Koalitionspartner. Sie steht unter der Knute ihres allgegenwärtigen Europaglaubens. Die Billionen, die die Bankenrettung, Griechenland, europäische Rettungsschirme verschleudert haben, liegen für die meisten von uns außerhalb jeder Vorstellungskraft. Die Nullzinspolitik der EZB hat dazu geführt, dass die Rentenkasse 49 Millionen Euro Negativzinsen zahlen muss. Das Gleiche gilt in geringerem Maß auch für die Krankenversicherung. Auch bei den Privatkunden werden Strafzinsen erhoben. Sparen für das Alter, für unvorhergesehene Ausgaben, dank Europa unmöglich oder unlukrativ. Sparsam sein, eine Tugend, die auch zu den deutschen Tugenden gezählt wird, die uns über Generationen Sicherheit gegeben hat, lohnt dank Europa nicht mehr. Der gute alte Sparstrumpf, er könnte wieder zu neuen Ehren kommen, aber in Zeiten von bargeldlosem Zahlungsverkehr und der Abschaffung des Bargelds ist auch das nicht mehr der richtige Weg. Und darum müssen wir eins feststellen, Europa enteignet uns. Und dieser Enteignung werden wir entgegentreten und das ganz besonders bei der kommenden Europawahl im nächsten Jahr. Ein Hohn für alle Familien und Kinder, die in Armut leben, ist die sogenannte Zahlung von Kindergeld ins Ausland. Kinder, die gar nicht in Deutschland wohnen, bekommen Kindergeld. Und das in der gleichen Höhe wie deutsche Kinder, egal ob in ihrem Heimatland das aus Deutschland gezahlte Kindergeld dem Monatslohn des Vaters entspricht. Egal wie niedrig die Lebenshaltungskosten in diesem Land sind. Das Vorlegen einer Geburtsurkunde reicht und das deutsche Geld, unser Geld, euer Geld, fließt nach irgendwo. Dies hat in den letzten Jahren zu einem sprunghaften Anstieg der Einwanderung in die Sozialsysteme aus Osteuropa geführt. 2017 waren 243.000 Kinder von dieser Regelung begünstigt. Im Juni 2018 waren es bereits 268.000, die von unseren Steuergeldern bezahlt werden. Die Grundlagen dieser Regelung, liebe Freunde, die kommen aus Brüssel. EU-Bürokraten schreiben uns vor, wohin unsere sauer erarbeiteten Steuergroschen abzufließen haben. Und darum fordern wir eine souveräne deutsche Politik und endlich ein Ende des Kuschens vor irgendwelchen EU-Bürokraten. Österreich hat es uns vorgemacht, ab 2019 werden die entsprechenden Zahlungen dort
an die Lebenshaltungskosten im Herkunftsland angepasst. Die Verschleierungstaktik der Bundesregierung in dieser Frage hat die AfD aufgedeckt. Auf die erste Anfrage unserer Fraktion nach der Höhe entsprechender Zahlungen ins Ausland wurde geantwortet, es lägen keine genauen Zahlen vor. Wir aber haben die Zahlen offengelegt, wir haben den Stein ins Rollen gebracht und wir werden ihn weiter am Rollen halten, denn AfD wirkt. Und nach der Sommerpause, das verspreche ich euch, werde ich auch mit den hier anwesenden Fraktionskollegen Brandner und Mrozek diese Regierung weiter jagen, damit endlich Politik für unser Volk in unserem Land gemacht wird. Und weil das bereits auf Landesebene und auch im Bund so gut gelingt, stehen wir bei der AfD in den Umfragen immer wieder auf dem einen und immer weiter steigenden Rekordhoch. Und vor diesem Hintergrund stehen jetzt wichtige Landtagswahlen an, in Bayern, in Hessen und dann auch in Sachsen. Wir aus Sachsen-Anhalt werden diese Wahlkämpfe mit Kompetenz und Stimmgewalt unterstützen und damit auch die Einigkeit der Partei in ganz Deutschland demonstrieren. Die meiste Kraft aber werden wir in die Aufgaben legen, die hier in Sachsen-Anhalt vor uns sind. Die Europa- und Kommunalwahl am 26. Mai. Bei den Landtagswahlen 2016 haben wir hier in Sachsen-Anhalt ein historisches Ergebnis eingefahren. Ein Ergebnis, das vielen Patrioten in Deutschland Mut gemacht hat. Zeigen wir am 26.05. nächsten Jahres, dass Sachsen-Anhalt ein Weiter-so in Europa und in den Kommunen nicht duldet. Setzen wir ein Zeichen, das den Menschen in Deutschland wieder Mut macht. Die Kommunalpolitik betrifft im Gegensatz zur Bundes- und Landespolitik die Menschen direkt vor Ort. Es geht um Schulen, Kitas, Straßen, Abfallgebühren, Busse, Parkplätze. An diesen Wahlen werden wir mit viel Engagement arbeiten. Kommunalpolitik ist direkte Demokratie und zeigt den Bürgern, dass wir in den Gemeinden verwachsen sind. Die große Zahl an Menschen heute hier in Wittenberg zeigt, dass wir auch hier wachsen und dass wir auch hier nicht bange sein müssen für das nächste Jahr. 2019 werden wir fulminant in die Kommunalparlamente einziehen, uns kommunal verankern und damit den Grundstein legen für ein fulminantes Ergebnis bei der nächsten Landtags- und Bundestagswahl. Und nun komme ich dazu, was uns aber auf Bundesebene dennoch beschäftigen muss. Chemnitz hat uns gezeigt, wie wichtig und nötig unser gemeinsames Ringen für Deutschland ist. Liebe Freunde, der Ruf Merkel muss weg, darf auf den Plätzen und Straßen Deutschlands erst dann nicht mehr zu hören sein, wenn Merkel endgültig weg ist. Liebe Freunde, wir alle, wir werden viel zu arbeiten haben. Wir müssen überall in Deutschland Gesicht zeigen gegen linke Hetze, gegen das Verdrehen der Wahrheit. Uns alle eint die Liebe zu einem wahrhaften Deutschland, in dem wir und unsere Kinder leben können. Wir sagen Ja zu Deutschland. Die Alternative für Deutschland ist die einzige Alternative zur derzeitigen Regierungspolitik in Deutschland. Und ich sage euch, wir alle stehen hier zusammen, weil wir ein Deutschland wollen, das so ist, wie es uns unsere Väter übergeben haben und in dem wir gut aufgewachsen sind. Wir wollen ein Deutschland, das mit den Begriffen gekennzeichnet ist,
sozial, mutig und deutsch. Und in diesem Sinne danke ich euch, dass ihr hierher gekommen seid. Und ich werde eure